Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir mal wieder ein weiteres Reihenhaus für unsere Stadt. So ein kleines Dekohäuschen, was man sich überall hin platzieren kann. Und zwar ist das von der Serie American Dragon. Vielleicht hast du die mal gesehen. Ich glaube, die läuft gar nicht mehr im Fernsehen. Die haben sie auch mal überarbeitet. Dann wurde es ein bisschen schlechter. Aber ich fand die alte Version gar nicht mal so verkehrt. Die kann man sich auch heute noch angucken. Auf YouTube gibt es sogar noch ein paar Folgen, die man sich komplett anschauen kann, wenn man möchte. Aber wir bauen das jetzt einfach mal als Dekohäuschen. Finde ich nicht schlecht. Das Häuschen von den American Dragon. Für den Start holen wir uns erstmal ganz entspannt rosane Keramik raus, geschnittenen Sandstein, dann gibt es auch noch ein bisschen glatte Sachen und zwar einmal die Treppen davon, Blöcke und Stufen, dann nochmal die ganz normalen Mauern einmal vom Sandstein. Als Glasfarbe empfehle ich mal wieder türkises Glas, man kann auch gerne hellblaues nehmen, passt beides gut. Und dann holen wir uns auch glatte Quarzstufen und Treppen einmal raus. Dann geht es erstmal los, dass wir unseren Grundriss ziehen. Dafür nehmen wir unsere rosane Keramik und zwar auf der Vorderseite ziehen wir jetzt hier eine Länge lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke erstmal. So, 14 Blöcke auf der Vorderseite und auf den Seiten haben wir dann 12 Blöcke. Das heißt, hier setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke einmal ran. So, Vorderseite 14 Blöcke, auf der Seite 12 Blöcke. Und dann können wir die restlichen zwei Seiten natürlich hier einmal nachziehen. Und wenn wir das erledigt haben, würde ich sagen, können wir das Ganze auch gleich einmal nach oben ziehen. Und zwar haben wir hier eine Höhe von 19 Blöcke. So, insgesamt 18 Blöcke müssen wir noch raufsetzen, aber den untersten zähle ich mal mit. Also, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wir ziehen aber erstmal nur die zwei Seiten hoch, wo wir natürlich dann weitere Gebäude einfach mal ranbauen. Weil hier wollen wir natürlich keine Fenster machen. So, eine Seite habe ich fertig, die zweite Seite ziehe ich einfach auch nochmal auf 19 Blöcke hoch. Sobald wir die zwei Seiten denn hier fertig gezogen haben, fliegen wir jetzt auf die Vorderseite und wollen jetzt auf der unteren Ebene nochmal, würde ich mal sagen, das Ganze auf zwei erweitern, sodass wir unten drei Blöcke haben. Wir werden das gleich mal synchron dann auf der anderen Seite nachziehen. Aber bevor wir das machen, haben wir jetzt unten drei Blöcke. Das heißt, jetzt achten wir darauf, dass wir immer zwei Blöcke haben. Also an der Seite zwei Blöcke, dann hast du zwei Blöcke frei, zwei wieder hin, zwei frei, zwei hin, zwei frei und dann habe ich hier wieder zwei Blöcke hin. So. Das könnt ihr dann einmal nach oben ziehen, dass wir hier mal diese Zweierstreben haben und dazwischen halt diese Zweierlücke halt Platz. Auf meiner Rückseite habe ich das auch schon mal fertig gezogen. Wir können dann nochmal ganz oben, so wie wir es unten hatten, nochmal die letzten drei Reihen hier einfach mal zuziehen. Danach wollen wir natürlich jetzt anfangen, unsere Fenster reinzusetzen. Wir fangen unten an. Ihr lasst jetzt wieder hier einfach mal drei Blöcke Platz, zwei Blöcke hinsetzen. Also ihr könnt auch gerne das mal gleich einmal durchziehen. Dann wieder drei Blöcke Platz lassen, zwei Blöcke wieder einmal hin. Und dann habt ihr oben automatisch nochmal drei Blöcke Platz. Ne? Und dann sollte es eigentlich auch so perfekt aufgehen. Wenn es nicht so sein sollte, habt ihr euch irgendwo erzählt. Aber das sollte nicht vorkommen. So, Rückseite muss ich natürlich auch nochmal machen. Also immer drei Blöcke Platz lassen. Zwei Blöcke hin. Drei Blöcke Platz. Zwei Blöcke wieder hin. Und dann, ach, man sieht, es geht perfekt auf. Naja gut, wenn es vorne perfekt aufgeht, sollte es natürlich hinten auch passen. Wenn ihr denn alle Streben so weit drin habt, könnt ihr gerne nun eure Glasblöcke nehmen und die Fenster natürlich damit einmal befüllen. Auf der Vorderseite gibt es aber ein Fenster, das würde ich jetzt nicht mit Glas befüllen, denn hier möchte ich gerne meine Tür einmal reinmachen. Also wenn wir auf der Vorderseite sind, kann man sich natürlich jetzt aussuchen, ist auf beiden Seiten natürlich gleich das Gebäude. Ja, legen wir erstmal los, am besten uns eine Treppe hinzuziehen. Und dafür nehmen wir unseren geschnittenen Sandstein. Und zwar auf der Seite lasse ich mir einfach eine Blockreihe Platz. Dann setze ich mir vier Blöcke hier einmal hin und dann gehe ich wie eine Pyramide hier einmal nach oben. Nur, dass dann meine Spitze aus zwei Blöcken besteht. Also ich würde das nicht zu spitz machen. So, dann lasst ihr zwei Blöcke dazwischen Platz. Nochmal vier Blöcke hin und wieder so eine kleine Treppenform euch vorzeichnen. Hier zwischen könnt ihr gerne zwei oder sagen wir mal drei Treppenreihen euch hier hinziehen. So, hier mache ich einfach mal umgedrehte Treppen hin. Wir können gerne hier auch nochmal unsere Keramik austauschen durch Sandstein. So, dann bleibe ich mal beim glatten Sandstein. Schlage jetzt hier an den Seiten von meinem Fenster nochmal drei Blöcke weg. Setze meine Sandsteinblöcke da einmal hin. Ganz oben setze ich mir einfach meine Stufen hin. Dann würde ich mal sagen, setzen wir an der Seite nochmal zwei umgedrehte Treppen uns einmal hin. Und dann nehmen wir schon unsere Mauern und wollen nochmal ein kleines Geländer hier einmal platzieren. Wir fliegen jetzt einmal, ja, würde ich sagen, komplett einmal nach oben hin. Und zwar nehmt ihr jetzt einmal eure Sandsteintreppen. Und zwar hier oben setze ich einfach mal, also ich lasse die erste Reihe hier oben mal einfach Platz, eine umgedrehte Treppe hin, darunter eine normale Treppe und darunter, zack, einfach eine Stufe hin. So, das Spiel machen wir natürlich auf beiden Seiten und dann nochmal auf der Rückseite synchron mit. Also da bitte nicht vergessen, das ist hier so ein bisschen Deko fürs Haus. So, erstmal die zwei Treppen, Stufe runter, andere Seite auch nochmal, zwei Treppen und die Stufe.
Wenn wir schon dabei sind, ein bisschen Deko fürs Haus platzieren, können wir natürlich die Fenster gleich mitbeziehen. So, Quarzstufen einmal unten ans Fenster ran und dann einfach zwei Treppen, die sich gegenseitig angucken, über unser Fenster. Das ist jetzt wieder ein bisschen Massenarbeit, kostet natürlich auch wieder Zeit, aber ihr fliegt ja einfach so ein bisschen lang, fangt mit irgendeiner Sache an, entweder nehmt ihr erstmal die Treppen oder die Stufen, ist immer, sag ich mal, also spart ein bisschen Zeit, wenn ihr erstmal eine Sache verbaut, als wenn ihr immer zu das Blockmaterial wechselt. Sobald du denn deine Fenster mit unseren Quarzsachen fertig hast, kannst du natürlich eine Sache machen, entweder verkleidest du jetzt innen drin noch ein bisschen deine Fenster, damit man nicht reingucken kann, sieht immer ein bisschen schöner aus, als wenn sie natürlich so durchsichtig sind. Aber sonst wird es Zeit, diese Blöcke einmal wegzutun und uns neue Blöcke aus der Kiste zu holen. So, meine Kiste ist leer, das heißt, das ist das einzigste Material, was wir jetzt noch rausholen. So, und wir beginnen erstmal mit Schwarzeichenholzblöcken. Dazu könnt ihr euch noch ein bisschen Stolperdrahthak nehmen, man kann auch Hebel nehmen, man kann auch Knöpfe nehmen, völlig egal, sucht es euch aus. So, rote Lederziegel, Blöcke begleiten uns, davon nochmal die Treppen, jetzt noch ein bisschen roten Sandstein. Am besten nehmt ihr da auch wieder einmal glatte Treppen und Stufen, geschnittene Blöcke und dazu dann auch nochmal die geschnittenen Stufen. Und ein bisschen hellgrauer Beton begleitet uns, der ist auch dabei. Tja, womit fangen wir am besten an? Ich würde sagen, unten mit der Tür. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal hin, nehmen unsere Holzblöcke, setzen die hier einfach mal rein. So. Jetzt nimmt ihr entweder Haken, Knöpfe, wie ihr wollt und könnt ihr noch ein paar Türknäufe einfach mal anbringen. Wir könnten auch gleich, wenn wir schon bei der Tür sind, darüber noch so ein kleines Dach machen. Einfach jeweils immer so zwei Treppen nehmen, die einfach Rücken an Rücken sind. Das machen wir hier auch nochmal das Spiel. Und dann haben wir hier so das kleine Vordach. So, jetzt fliegen wir einmal nach oben. Und bevor wir jetzt gleich uns aufs Dach stürzen, nehmen wir erstmal unsere roten Niederziegel. Blöcke wie Treppen. Und zwar gehen wir los, erstmal an den Seiten jeweils hier einen Block aufzusetzen, daran eine Treppe. Und dann gehen wir so los, dass wir Treppe an Treppe immer Rücken an Rücken machen. So, erst hier so, erstmal Treppe am Block und dann immer Treppe an Treppe hier mit dem Rücken. Ja, das ziehen wir uns hier einfach mal so lang. Und wenn wir wieder alles richtig gemacht haben, sollten wir es so bauen, ja, dass das dann hier in der Mitte auch so aufgeht, dass wir hier, zack, zwei Treppen Rücken an Rücken haben. Okay. Das Spiel machen wir natürlich nochmal auf der Rückseite. Erstmal die Blöcke an den Seiten hin. Hier eine Treppe einmal ran. Ja, man kann auch gerne zuerst hier so eine Treppenreihe so lang ziehen. Und dann schlagt die hier immer wieder ein bisschen was weg. Und sollte jetzt in meinem Fall hier perfekt aufgehen. Jawohl. Super. So, dann wird schon Zeit, dass wir darauf jetzt natürlich unser Dach einmal platzieren. Beginnen wir erstmal mit einer Treppenreihe. Die könnt ihr vorne einfach ganz normal raufsetzen. An den Seiten lassen wir dieses aber einmal überstehen. Ziehen das dann hier einmal zur Rückseite. Und auch hier wieder einmal zack. Gerade einmal lang und hier auf der Seite wieder einmal überstehen lassen. Da müsst ihr natürlich schauen, welche Gebäude ihr dann später daneben baut, ob ihr das hier nochmal ändern müsst vom Dach, aber eigentlich steht das alles so ein bisschen über. Und die erste Aufgabe für unser Dach wird sein, dass wir eigentlich in Uhr erstmal die Pyramiden ein bisschen stapeln. Und zwar werden wir das jetzt erstmal, würde ich mal sagen, dreimal machen. So, jetzt bin ich hier schon bei meiner zweiten Reihe und komme jetzt natürlich schon zu meiner dritten Reihe. Man könnte natürlich noch das Ganze weiter spitzer bauen, aber drei Reihen, die sollten da schon völlig ausreichen. Denn hiernach können wir schon uns gleich mal auf unser Dach stürzen, so auf der Innenfläche. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr das hier weiterbauen könnt. Entweder ihr nehmt eine Stufenreihe, die ihr einmal langzieht, oder ihr nehmt eine Treppenreihe, die ihr innen drin langzieht. Ich finde beide schick. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier bei meinem anderen Bau Stufen genommen. Ich werde jetzt hier einfach mal Treppen nehmen. Einfach mal zum optischen Vergleich, was einen natürlich besser anspricht. Das kann man gerne nehmen. Also ich finde beides, ja, kann man, dass man das nehmen kann, aber naja. So, hier nehmen wir jetzt hier einfach mal Treppen. Und dann machen wir auf der innenliegenden Fläche hier einfach mal, ja, hier mit unserem Beton füllen wir einfach die Fläche hier einmal aus. Man kann dann natürlich wieder hier aufs Dach so ein paar Lüftungsanlagen oder sonstige Sachen bauen. Schornsteine, pipapo, ne, so ein bisschen Deko. Wenn man möchte, kann man raufbauen. Aber sonst, man sieht es sowieso von unten nicht, also könnte man es auch theoretisch kahl lassen. Na gut, Freunde, wir wollen natürlich unser Dach ein bisschen mehr chinesisch machen. Das heißt, wir fliegen jetzt hier an der Seite hin, schlage hier nochmal eine Treppe weg, setze hier erstmal einen Block hin. Also ich forme das so mit den Stufen zurecht und dann setze ich mir nochmal schräg davon noch einen weiteren Block hin, was natürlich kein Block ist, weil der einfach dann hier aus zwei Stufen besteht. Also ganz einfach. So, Ecke hier, zack, Block hin und dann schräg davon nochmal so zwei Stufen hin. Fügt ihr auch wieder einmal hier komplett ringsrum und setzt euch das hier einmal so lang. Dann fügt ihr einmal auf die Vorderseite, denn wir haben ja, sag ich mal, unseren geschnittenen Sandsteinblock noch. Wir haben ja jetzt hier drei Treppenreihen gemacht. Wir nehmen ja die mittlere Treppenreihe, lasst an der Seite zwei Treppen Platz, dann schlagt ihr hier vier Blöcke weg, zwei Blöcke da lassen und wieder vier Blöcke einmal weghauen. Sollten wir hier wieder zwei perfekt haben. Da könnt ihr nun eure Blöcke hinsetzen, darauf dann bitte auch nochmal die geschnittenen Stufen, damit sich das so ein bisschen abhebt.
Und dann ist unser Dach auch schon somit fertig. Ja gut, man müsste es noch natürlich auf der Rückseite nachziehen. Ne? Alles schön synchron immer auf beiden Seiten. Aber dann ist unser Häuschen von den American Dragon auch fertig. Tja. So, jetzt könnt ihr natürlich euch, wie gesagt, auf dem Dach noch so kleine Lüftungsanlage oder sowas hinbauen. Die Fenster verkleiden, dass man nicht reinschauen kann. Vielleicht setzt ihr euch auch noch ein paar Mülltonnen vorne hin, so als Deko ein bisschen. Und dann habt ihr dieses schöne Reihenhaus auch in eurer Stadt platziert. So, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Wir haben das Häuschen von den American Dragon jetzt gebaut. Der bewacht jetzt hier mit unsere Stadt so ein bisschen, erlebt hier seine Abenteuer in seiner Fabelwelt. Wenn dir das natürlich gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Oder abonniert den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar kein Video mehr. Dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.